Çalhanoğlu soll bleiben. Der Hamburger Sportdirektor Oliver Kreuzer will Mittelfeldspieler Hakan Çalhanoğlu langfristig binden. Çalhanoğlu solle bis 2018 verlängern, sagte Kreuzer der Bild. Sowohl der FC Arsenal als auch Liverpool haben offenbar Interesse am 19-Jährigen. Für Kreuzer kommt ein Verkauf aber nicht in Frage. Es sei gar nicht das Ziel, Hakan zu Geld zu machen, sagte er. Die Zukunft des 19-Jährigen solle weiterhin beim HSV liegen. Leverkusen an Janssen interessiert. Laut Angaben des Kickers sucht Bayer Leverkusen wohl einen neuen Linksverteidiger. Das Interesse soll dabei vor allem Marcel Janssen auf sich gezogen haben. Der Nationalspieler hat in Hamburg allerdings noch einen Vertrag bis 2015, was sich auf die Ablösesumme niederschlagen würde. Emre Can, der momentan bei der Werkself als Linksverteidiger agiert, soll auf dieser Position anscheinend keine Dauerlösung sein. Hoeneß froh über Bayern-Pleite. Bayern-Präsident Uli Hoeneß kann der 2:3-Niederlage im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Manchester City etwas Positives abgewinnen. Die Niederlage ist schlecht, aber auf der anderen Seite muss ich ehrlich sein, diese ewige Rekordjagd, nochmal ein Sieg und dann vielleicht noch in der Gruppenphase auch 6 Siege. Ich bin eigentlich irgendwo froh, dass es zu Ende ist. Dass wir jetzt wieder normalen Fußball spielen, wo es jeden Samstag um 3 Punkte geht und nicht um irgendwelche Rekorde. Füllkrug plant Rückkehr. Niklas Füllkrug möchte anscheinend gerne zurück zu Werder Bremen. Er sei ein Werder-Jung und Bremen sei seine Heimat, betonte der derzeit an Greuther Fürth ausgeliehene Angreifer im Gespräch mit der Bild. Für ihn sei klar, dass er im Sommer wieder zurückkehren werde. Nach der 0:7-Pleite gegen die Bayern muss Werder am kommenden Freitag gegen Hertha BSC ran. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr. Auf Sport 1.